Aber für die Leute, die nicht wissen, was damit gemeint ist, das ist damals eine ganze Weile mal so ein Meme gewesen, weil irgendwie ein paar Leute der Meinung waren, oder das glaube ich sogar nachgewiesen haben, dass Spenden mit Greetings from Germany, dass die häufiger vorgelesen werden. Und es geht los. Ja. Aber deswegen wird das ständig geschrieben, auch von Nichtdeutschen. So, ja, willkommen bei, wie gesagt, ich habe es recherchiert im Vorfeld nochmal, sicherheitshalber, willkommen bei Live Alive, so heißt es zumindest laut Trailer, ich hätte es nach wie vor Live Alive ausgesprochen. Ich auch. Aber, ja, wie gesagt, offiziell Live Alive, klingt ein bisschen seltsam, aber egal. Okay, wir sehen schon mal ein bisschen was vom Spiel, worum es überhaupt geht, aber ja, genaueres erkläre ich dann gleich, wenn der eigentliche Run losgeht. Das wird übrigens, muss ich nochmal betonen, es wurden Incentives gematcht und es wird ein Pacifist Twilight of Edo Run werden. Genau, also Pacifist muss ich mich mal so ein bisschen überraschen lassen. Ich weiß grundsätzlich, was es ist. Einfach niemanden töten, aber bei einigen Kämpfen weiß ich nicht genau, wie man das macht. Da gibt es auch keine Kategorie auf speedrun.com für. Na, aber das kriege ich hin. Und deswegen stehen da auch drei verschiedene Weltrekorde drin, einfach weil es halt drei verschiedene Möglichkeiten gewesen sind. Ne? So, der Run geht ja schon los, wow. Ich habe ganz vergessen, dass das hier schon losgeht am Anfang. Wir hatten übrigens auch noch ein Incentive oder ein Bitwar, um genau zu sein, für den Namen. Ich weiß jetzt gar nicht, was gewonnen hat. Janine, okay. Ja, schöner Name, passt nicht ganz zum Charakter, aber egal. So, und auch wenn der Timer schon seit einer halben Minute läuft, jetzt geht der Run erst so richtig los. Wir können dann die Cutscenes alle skippen, das ist kein Problem. So, und Live Alive ist ein Spiel, das ursprünglich 1994 für Super Famicom rausgekommen ist. Da hatten wir vorhin schon mal drüber geredet. Ich habe es vor ungefähr 15 Jahren mal auf dem Kanal von HSW, dem ersten deutschen Let's Player, hatte ich das mal gesehen und das sah ganz interessant aus. Im Grunde besteht das Spiel aus verschiedenen Episoden und man muss halt jede Episode durchspielen. Also sowas Prähistorisches zum Beispiel oder Mittelalter. Die Gegenwart, wo man dann zum Beispiel einen Wrestler spielt, der Wilde Westen, wo man Cowboy spielt, oder hier die Edo, die späte Edo-Dynastie. Es ist quasi die Vorlage für Octopath Traveler. Also, ja, in gewisser Weise, stimmt. Genauso wie bei Octopath Traveler hast du halt die verschiedenen Figuren, jede von denen hat halt eine Besonderheit. In diesem Fall von Live Alive ist es halt so, die verschiedenen Figuren leben nicht nur auf der Welt verstreut, sondern auch zu unterschiedlichen Zeiten. Und es ist halt das Faszinierende zu sehen, wie das Ganze dann zusammenspielt. Genau. So, und wie Sif schon so treffend gesagt hat, das ist jetzt eine Pacifist-Kategorie. Das heißt, wir können hier bis zu 100 Kills haben in dem Szenario, in dem Edo-Szenario. Wir wollen aber am Ende bei 0 Kills bleiben. Und für 0 Kills gibt es im Übrigen noch eine kleine Belohnung, und zwar so ein Schwert mit einer Angriffsstärke von 40. Ist aber eigentlich sinnlos, weil in dem Szenario selber können wir durch Kämpfe ein Schwert bekommen, das genauso gut ist und sogar noch ein Schwert, das besser ist. Also eigentlich bringt das gar nichts. Und wozu brauchen wir überhaupt so ein Schwert, wenn wir die Episode beendet haben? Das ist ganz einfach. Wenn wir alle Episoden mit allen Charakteren beenden, schalten wir nochmal eine Zusatzepisode frei, wo wir all die Charaktere gleichzeitig nutzen können und halt mit ihrer Endausrüstung aus den einzelnen Szenarien. Also macht durchaus Sinn. Aber wie gesagt, eigentlich, wenn man so auf Powerplay gehen will, dann macht es mehr Sinn, Gegner zu töten. Bestimmte Gegner zumindest. Und Originalbaum, wir schauen nachher gleich mal. Ich hab's schon im Blick. Ach so, okay. So, und wie man hier sieht, im Grunde ist dieses Edo-Szenario so ein Mix aus Kämpfen und Puzzeln. Wir müssen uns im Endeffekt durch das ganze Anwesen hier durchschleichen.
haben dafür auch eine besondere Fertigkeit, die wir hier an der Stelle auf alle Fälle auch nutzen müssen, und zwar den Stealth Cloak. Den können wir aktivieren und sind wir für eine kurze Zeit unsichtbar. Und das nutzen wir hier aus, beziehungsweise müssen wir ausnutzen, um aus dem Gefängnis rauszukommen. Wir sind nämlich auf unserem Weg im Gefängnis gelandet und plötzlich denkt der Wächter dann, dass wir gar nicht mehr da sind, macht die Tür auf und wir können uns rausschleichen. Wir sammeln auch sag du erst mal. Das ist jetzt auch, wieso wir 3 WS haben, weil wir nicht nur Edo spielen, sondern auch Present Day und Prehistory. Ach, oh, okay. Weil ich sehe gerade die Kategorie im Mainstream. Oh Gott, ich habe das im Schedule echt übersehen. Present Day. Ich schaue mal kurz nach, weil ich bin jetzt auch gerade irritiert. Ja. Mach du mal weiter. Ja. Klar. Nee, es ist an sich jetzt auch nicht schlimm. Also ich kenne die anderen Szenarien ja auch. So ist es nicht. Bei Prehistory könnte ich ein bisschen strugglen, aber ja, das kriegen wir schon hin. Prehistoric damals, ja, steht auch bei uns im Planungsschedule drin. Also, eben. Das ist dann meine eigene Schuld gewesen. Ja, passieren. Wir machen ja einen Pacifist Run, allerdings sind das hier Geister, das heißt, die können wir auch ganz normal töten. Und hier sieht man auch mal so ein bisschen das Kampfsystem. Und zwar haben wir so eine Art rundenbasiertes Strategiesystem, also so ein bisschen Richtung Fire Emblem oder Final Fantasy Tactics. Wir haben halt ein großes Feld, auf dem können wir uns Kästen für Kästen bewegen. Unsere Attacken haben dann immer einen bestimmten Wirkungsradius und das müssen wir ausnutzen. Natürlich gilt das auch für die Gegner und für die gegnerischen Attacken, na, aber das wird dann, bei Pacifist wird das sowieso nochmal deutlich weniger eine Rolle spielen. Nee, das war einfach Schusslichkeit von mir. Ja, kann passieren. Wie gesagt, ich kenne die anderen Szenarien ja trotzdem. So ist es ja nicht. Würde auch mir passieren, also insofern. Sag du erstmal. Gegen ein Kampfsystem, auch das unterscheidet sich halt je nachdem, in welcher Zeit wir uns zu befinden. Genau, das grundlegende Kampfsystem ist an sich immer dasselbe, aber wie das eingesetzt wird, das unterscheidet sich halt noch ein bisschen. Aber wie gesagt, da kommen wir dann bei den anderen Szenarien nochmal drauf zu. So, hier haben wir jetzt den nächsten Geist, beziehungsweise die nächste Lost Soul. Und bei denen kriegen wir zum Glück auch ein paar Erfahrungspunkte. Ansonsten würden wir hier komplett ohne Erfahrungspunkte rausgehen. Wir dürfen aber, wie gesagt, keine Menschen töten in der Pacifist-Kategorie. Was ironievoll abgeblockt ist? Okay, kann sein. Weiß ich jetzt nicht. Habe ich da nicht mitbekommen. Egal. Ja, und wie gesagt, das hier ist so das Stealth-Szenario, das Schleich-Szenario. Das heißt, hier könnte ich mich komplett austoben. Ich bin ja ein ganz großer Stealth-Fan. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden, ob ich mir Alive, PC oder Switch hole. Ich würde es mal für die Switch holen. Allein wegen dem Feeling. Ja. Und das Spiel kam auch, glaube ich, ursprünglich auf der Switch heraus, also die Neuauflage. Genau. Und ursprünglich war es ja generell ein Nintendo-Spiel, also Super Famicom, also quasi das japanische Gegenstück zum Super Nintendo, so der 16-Bit-Konsole von Nintendo. Da kam es ja ursprünglich raus damals. Der Weg an sich, den seht ihr, den brauche ich, glaube ich, auch nicht großartig erklären. Es gibt so ein paar Random-Elemente, also ein paar RNG-Elemente. Bei Pacifist ist es bei weitem nicht so schlimm. Wir würden nämlich in einigen Kämpfen immer mal Shuriken einsetzen und die machen unterschiedlich viel Schaden, je nachdem, wie viele davon treffen. So, okay, so kenne ich das nicht. Normalerweise taucht der Gegner, den wir da eben hatten, an dem wir uns vorbeischleichen mussten, der taucht eigentlich erst bei der Tür auf und da ist es dann sehr schwierig rauszukommen. Wenn wir übrigens mal in einen Kampf geraten, was sich insgesamt in dem Szenario nicht komplett vermeiden lässt, dann können wir einfach fliehen. Und das zählt dann halt auch als nicht getötet. So, hier haben wir jetzt so eine kleine Geschicklichkeitspassage. Jetzt muss ich nochmal gucken. Die fängt noch gar nicht an. Also wir hatten da eben schon so einen ganz kleinen Abschnitt, aber da hat man es noch nicht ordentlich gesehen. Aber das werden wir gleich noch sehen. Diese Geschicklichkeitspassage, die ich jetzt schon ansprechen wollte. Das Tearing im Mainstream ist ja crazy. Ist das echt so schlimm im Moment?
Grafik ist echt cool, aber leider null für mich. Ja, das ist immer Geschmackssache. Diese Optik, also wer auch immer bei Square auf diese Idee mit der mit dem HD-Pixel gekommen ist, ich finde, das sieht einfach so mega genial aus. So, jetzt sind wir nochmal im Gefängnis, okay, also, wie gesagt, die genaue Route jetzt bei Pacifist kenne ich nicht. Normalerweise macht man das hier nicht an der Stelle, also dass man nochmal ins Gefängnis geht. Aber, ja, es wird hier schon alles seine Richtigkeit haben. So, hier rennen wir einfach hinter den Leuten durch, beziehungsweise, ja, die triggern wir kurz, aber wir sind schnell genug, dass sie uns nicht erwischen. Und im Zweifelsfall könnte man immer fliehen. Was vielleicht noch ganz interessant ist, in diesem Szenario, beziehungsweise generell in Szenarios, wenn man das erste Mal aus dem Kampf flieht, hat man eine hundertprozentige Chance, dass es funktioniert. Ab dem zweiten Mal ist die Chance dann geringer. Das heißt, da kann es dann mal passieren, dass man ein paar Mal häufiger versuchen muss zu fliehen. Was durchaus auch mal ja, ein bisschen kritisch werden kann. Aber es gibt genug Checkpoints. Das heißt, im Zweifelsfall kann man immer den letzten Checkpoint laden. Und dann verliert man zwar ein bisschen Zeit, aber geht immer noch. Moin, Skoma. Hallöchen. So, und da sind wir jetzt aus dem Kampf geflohen. Damit halt, oder mussten damit den Gegner auch nicht besiegen. Und weiter geht's. Ich überlege aber gerade, wie Pacifist im Present-Szenario funktionieren soll. Ja gut, das werden wir dann sehen. Ja. So, und hier haben wir jetzt so eine kleine Geschicklichkeitspassage gehabt. Normalerweise sammelt man oben die Truhe auch noch ein. Macht man jetzt hier in der Route nicht. Aber ja, die Blöcke verschwinden immer mal wieder oder so ganze Abschnitte verschwinden wieder und tauchen auf. Und dann in dem Moment, in dem sie weg sind, sollte man natürlich nicht auf diesen Blöcken drauf sein. Ansonsten fällt man runter und darf noch einen ganzen Weg neu gehen. So, hier hatten wir jetzt eine kleine Geheimtür. Die nehmen wir, muss man einfach wissen. Also beim Erstmal spielen kann man hier tatsächlich einiges an Zeit verbringen, weil man einfach das ganze Areal durchsuchen will oder muss teilweise auch. Für einen Speedrunner, der das alles schon kennt, ist es natürlich noch was anderes. So, dann rennen wir hier hin, weiter nach oben. Es ist halt ein sehr großes Anwesen, irgendwie auch ein bisschen unlogisch teilweise aufgebaut, aber ja, so sind die Spiele damals halt gewesen. Und ja, das Remake ändert da ja jetzt nicht, weiß ich, wie viel dran. So, hier haben wir jetzt auch eine interessante Mechanik, und zwar können wir auf dem Weg solche Seile finden. Diese Seile können wir benutzen, um uns da quasi so eine kleine Brücke zu bauen. Brauchen wir, also normalerweise brauchen wir nur eins dieser Seile für dieses Szenario. Kann sein, dass sich das bei Pacifist jetzt noch ein bisschen geändert hat. So, das ist nämlich einer der Kämpfe, wo ich jetzt nicht weiß, wie man das in Pacifist macht. Die vorne, die gelten nicht als Menschen. Ich kann mir auch vorstellen, dass der eigentliche Hauptgegner, dass der auch nicht in dem Sinne als Mensch gilt, weil es eigentlich so ein Dämonenwesen ist. Oni, glaube ich, war das, ne? Oh. In Japan? Die Dämonen? Ja. Okay, habe ich richtig im Kopf. Ja, okay, also der zählt dann tatsächlich nicht als Mensch, wie ich gerade sehe. Da war ich mir nicht ganz sicher. Ich überlege auch gerade, es wird noch zwei Kämpfe geben, wo ich jetzt auch unsicher war, wie man die im Pacifist machen würde. Aber das müssten eigentlich dann auch beides Dämonen sein. Sogar 26 Stunden zum Durchspielen, okay. Also das ist tatsächlich mehr, als ich gedacht hätte. Die Szenarien an sich, die sind eigentlich alle relativ kurz. Ja, deswegen hätte ich jetzt mit so viel Zeit gar nicht gerechnet. Ah ja, stimmt, stimmt. Oni sind ja nur, ist ja nur eine bestimmte Art von Dämonen. So, hier können wir jetzt eine Münze bezahlen. Ja, müssen wir halt mehrfach machen. Und ja, ich weiß gar nicht, wofür das in dem Fall jetzt gut gewesen ist. Macht man normalerweise nämlich in der normalen, in der Any%-Kategorie nicht. Auf dem Leaderboard gibt es übrigens für jedes einzelne Szenario eine Kampagne. Quatsch, ein Leaderboard, genau. Und es gibt auch... ja, quasi Full Game, wenn man so will, Any%, also wo man dann alle Szenarien durchspielt.
Lebt nicht als Mensch. So fängt es an, liebe Leute. Kritisch, kritisch. So, jetzt haben wir sogar einen Begleiter. Wir zahlen nochmal zumindest eine Münze. Okay. Wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht, was es damit auf sich hat. Das ist ohne Shaming. Oh. So, das ist ein der nächste Kampf, den ich im Kopf hatte, wo ich nicht weiß, wie man das im Pacifist macht. Okay, es gibt die Möglichkeit, dass unser Begleiter da einfach reinrennt. Ja gut, ich hätte nämlich jetzt nicht gewusst, ob die als Dämon zählen oder nicht. Weil der zählt hier auf alle Fälle als Dämon und hier gibt es jetzt eine interessante Technik. Dieser Gegner, der visiert nämlich immer das Feld an, auf dem unser Begleiter steht. Allerdings können wir vorher unseren Begleiter noch wegbewegen. Und dann wird halt das alte Feld immer noch anvisiert. Dann müssen wir ihn bei der nächsten Gelegenheit halt wieder zurückbewegen. Und das machen wir, obwohl, kann sein, dass dass Bram jetzt so ein bisschen auf Risiko geht. Ja, sieht ganz so aus. Also ein Treffer kann unser Begleiter wegstecken, normalerweise. Ja, deswegen, ja, gehen wir scheinbar so ein bisschen auf Risiko jetzt. Eigentlich würden wir unseren Begleiter immer hin und her bewegen und der Gegner, der schlägt dann immer daneben quasi, visiert das falsche Feld an und wir werfen in der Zwischenzeit immer wieder Schuriken auf ihn. Und diese Schuriken, die hatte ich vorhin ja schon mal kurz angesprochen, wir werfen mehrere davon und wie viele davon dann tatsächlich auch treffen, das ist RNG-bedingt. Und je mehr Treffen, desto mehr Schaden machen wir logischerweise mit der Attacke auch. Liga, vielen herzlichen Dank für den Resub. Ein wenig Kümmel und der Ziff ist auch da. So ein Segen, aber auch heute auch. Danke dir. Ja, ich würde eher von Fluch reden, aber trotzdem danke für den Resub. Soll ich dich vom TS kicken? nein. Also meine ich damit ja uns, ja, nicht nur dich. So, nächster Kampf. Das ist der Demon-Kampf. Also wird zumindest in Splits mal als Demon-Kampf bezeichnet. Und ist halt auch wieder, wie der Name schon vermuten lässt, dann ein Dämon. Das heißt, den können wir auch wieder töten. Oder die können wir auch wieder töten. Wir können auch die Kerzen da ringsrum angreifen, um uns den Kampf ein bisschen einfacher zu machen. Theoretisch zumindest, aber für einen Speedrunner dauert das viel zu lange. Deswegen machen wir es nicht. Auch wenn das jetzt ein bisschen risikoreich ist, es kann nämlich sein, dass unser Held jetzt stirbt, wenn er attackiert wird. Hoffen wir mal einfach, dass das nicht der Fall sein wird. Ihr fällt aus, Sekunde. Was? Es wird doch Metal Gear Solid 4 gezeigt am Samstag um 7.31 Uhr morgens, Snake TV. Genau. Ich habe es vorhin zumindest gerade noch im Schedule gesehen. Ja. Und original... Baum, ich habe deine Spende nicht vergessen, der Kommentar ist halt nur noch nicht freigeschaltet danach. Unfälle zählen nicht als Mord. Das finde ich gut. Das ist eine sehr schöne Interpretation. Also, damit haben wir den Kampf auch beendet. Und jetzt werden wir uns wahrscheinlich aufs Dach begeben. Wenn sich da jetzt bei der Pacifist-Route nicht noch ein bisschen was ändert. Aber normalerweise würde man jetzt aufs Dach gehen und da ist dann der Endboss von diesem Szenario. Ich kann so viel verraten, das ist halt auch ein Frosch. Ey, Quatsch, auch ein Dämon. Verdammt, jetzt habe ich zu viel verraten. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay, das finde ich jetzt ganz interessant, weil bei dem Kampf hätte ich jetzt gedacht, dass wir da fliehen. Weil da wäre ich jetzt eigentlich sehr sicher gewesen, dass das ein Mensch ist. Aber scheinbar doch nicht. Also scheinbar können wir den trotzdem töten. Ohne halt gegen die Pacifist-Regel zu verstoßen. Wie gesagt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Unfälle können auch kein Mord sein. Technisch gesehen ist was maximal eine fahrlässige Tötung. Das stimmt. Hallo Weser. Schön, dich mal wieder zu lesen. Hi Weser.
Ja, die Liste von japanischen Dämonen auf Wikipedia ist nahezu endlos. Ich habe ja auch das ein oder andere Buch in diese Richtung hier. Und es ist wild. Japaner sind in der Hinsicht sehr kreativ gewesen. So, apropos kreativ, wir sehen hier auch den sehr kreativen finalen Boss dieses Szenarios. Ja, ich habe es ja eben versehentlich schon verraten. Es ist halt so eine komische Froschgestalt. Also einem Frosch nicht ganz unähnlich, sagen wir es mal so. Das Prinzip ist aber das gleiche mit unserem Helden. Also in dem Fall mit Janine werden wir immer wieder Shuriken werfen und natürlich darauf hoffen, dass möglichst viele davon treffen und wir möglichst viel Schaden verursachen. Auch 6 Hits zweimal in Folge, das ist schon gut. Das ist schon ein ganz gutes RNG auf alle Fälle. So, achso, übrigens, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Wir haben bei jedem Charakter oben immer die Energieleiste und unten dann die, ich nenne es mal Skillpunktleiste oder Mana-Leiste, wie auch immer man das nennen möchte. Die ist halt für irgendwelche Techniken gut. Da wird auch in jeder Runde immer ein Teil aufgeladen. Und ja. So, und damit haben wir das Edo-Szenario abgeschlossen. Wir müssen jetzt noch ein paar Cutscenes überspringen. Also Time wäre auch, wenn wir nur dieses Szenario spielen würden, wäre auch erst jetzt. Okay, bin gespannt, was wird jetzt als nächstes spielen? Also ich gehe mal davon aus, wenn es so im Schedule drin steht, dass wir dann jetzt Present. Genau. Present hat die Besonderheit, wir lernen die Attacken. Genau. Und wir haben im Grunde ein Kampfsportler oder Wrestler, wie auch immer man das nennen möchte. Also eigentlich ist es ein Kampfsportler, aber wir treten im Grunde auch gegen alles Mögliche an, auch gegen Wrestler. Und das unterscheidet sich jetzt in der Hinsicht von dem vorangegangenen Szenario, dass wir im Grunde einfach nur die Kämpfe haben, wir haben sonst nichts. Und die müssen wir machen, also die Gegner müssen wir auf alle Fälle besiegen. So, da haben wir jetzt zum Beispiel einen Fleetfoot gelernt gerade. Deswegen nehmen wir auch den Gegner übrigens als erstes, weil wir seine Attacken haben wollen. Das ist so ein bisschen Mega Man-Prinzip, wenn man so will. Und da muss man halt gucken, in welcher Reihenfolge man das macht. Im Endeffekt müssen wir sowieso alle besiegen, aber mit der richtigen Reihenfolge machen wir uns das um einiges einfacher. Ja, die VS-Anzeige, also Versus-Anzeige, hat was von Tekken. Das stimmt. Und Dark Twister, vielen Dank für deinen Resub. Ja. So reicht der Werbung. Ja, dann danke für die Unterstützung. So. Ja, damit haben wir den ersten Kampf beendet. Und wie gesagt, wir müssen da einfach alle Gegner besiegen. Ich meine auch, dass am Ende nochmal ein besonderer Gegner kommt. Und das war übrigens dieses Szenario hier im Originalspiel. War das allererste, was ich von diesem Spiel überhaupt gesehen habe, damals. Deswegen denke ich bei dem Szenario auch immer an Wrestler, weil unser Gegner halt ein Wrestler ist. Hat vielleicht so eine ganz kleine Ähnlichkeit mit Hulk Hogan. Vielleicht. Man weiß es nicht. Hulk Hogan ist und war, ist einfach der Wrestling-Superstar. Ja. Leider muss man sagen, also ich mag ihn nicht besonders, aber egal. Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich bin von Originalbaum ist freigeschaltet. Was ist freigeschaltet? Ich bin von Originalbaum. Achso, Das ist eigentlich ein gutes Szenario dafür. Okay. $10 von Originalbaum mit dem Kommentar: So hyped for the event, let's go runners, go faster, take these $10 for Fred, cause I like his name. Mit dem Herzen-Mode. Oh. Vielen herzlichen Dank, Originalbaum, und ein Rummel für den guten Originalbaum in den Chat, bitte. Danke. Oh, vielen Dank dafür, auch von mir. Und im Namen von Erdzone Grenzen natürlich. Das Ganze geht ja an die Erdzone Grenzen. Auch unsere Links sind zumindest der Donation-Link unter unserem Stream oder Support-Link war das. Genau. Nee, der ist. Achso, ist der nicht? Oh, okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Nutzt einfach den Link, der im Chat kommt, wenn ihr Ausrufezeichen Spenden eingebt. Danke, Skadidi. Und dann geht das Ganze an Erz ohne Grenzen. Ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, aber
ja, die Ärzte ohne Grenzen brauchen es. Unterstützte Ärzte, Ärzte. Genau. Also, ihr verdient schon ein bisschen dadurch, dass ihr halt uns zuguckt, weil man halt und so, oder wenn ihr einen Resub habt oder so, aber bitte, bitte, bitte unterstützt Ärzte ohne Grenzen und spendet. Genau, das sollte Priorität haben. Ja, definitiv. So, oh je, so viel Aufmerksamkeit. Ja, hast es dir halt verdient. So, jetzt geht's gegen Edmund Honda. Also nicht wirklich, aber oh, für mich sieht er immer so ein bisschen aus wie so eine hawaiianische Version von Edmund Honda. Yakebono. Ja, oh. Yokozuna, also der Wrestler Yokozuna, ist ja Hawaiianer gewesen. Oh nein. Oh Gott. Aoni-Familie? Oh, ich vergesse mal den genauen Namen. Afa, Roman Reigns, ich glaube, The Rock ist auch noch Teil der Familie. The Rock, genau. Eigentlich eine ganz große Wrestling-Familie. Ja. Zusammen mit den von Erics und den Harts. Eigentlich so die größte Wrestling-Familie. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. So ein bisschen passt es gerade zu dem Szenario, aber auch nicht so sehr, dass man jetzt stundenlang darüber reden muss. So, jetzt sind wir im Orient unterwegs. Und kämpfen gegen, ja, ich sag einfach mal gegen eine Bauchtänzerin. Ich weiß nicht, ob so das wirklich sein soll, aber es sieht halt so ein bisschen danach aus. Ja. So, kurzer Kampf, wie man gerade gesehen hat. Weil wir jetzt doch schon einiges an Techniken erlernt haben und dementsprechend auch gut zuhauen können. Ich denke, das Pacifist kann man hier dadurch erklären, dass wir die Gegner ja nicht wirklich töten, sondern nur bewusstlos schlagen. Ja, denke ich auch mal. Also ich glaube tatsächlich, also ich weiß gar nicht, ob hier für das Szenario auch so eine Statistik irgendwo auftaucht oder generell für die anderen Szenarios, außer das Edo-Szenario. Ja, aber wenn, dann wäre das ja eigentlich auch Pacifist hier, weil wir die ja nicht töten. So, man sieht übrigens auch, dass wir mittlerweile deutlich weniger Schaden nehmen als noch am Anfang. Weil es auch hier quasi so eine Art Level-System gibt. Wir werden halt auch mal stärker. Fehler, genau, das war Carrie von Eric, aka der Texas Tornado. Ja. Der mit, der hatte schon zwei Füße, aber der eine war halt künstlich, was aber damals niemand wusste, lustigerweise. Ja, die Tagote der Erics ist halt. Ja, ja. Das ist, oh wow. Es ist heftig. Müssen wir jetzt hier nicht breit treten. Genau, aber könnt ihr euch gerne mal was so anschauen. Das ist ganz interessant. Auf eine sehr morbide Art. So, damit haben wir jetzt auch den nächsten Gegner besiegt. Damit müssen wir gleich, wenn wir in Present Day durch sein, glaube ich sogar. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viele wir haben. War das jetzt der vierte oder der fünfte sogar schon? Nur noch ein Gegner, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Okay, aber wie gesagt, ich glaube, hier kommt sogar noch ein Zusatzgegner, wenn wir alle besiegt haben. Targreen, wahrscheinlich, weil es die schnellste Reihenfolge ist. Genau, also wir lernen von den verschiedenen Gegnern immer bestimmte Attacken und wir wollen halt diese Attacken in einer bestimmten Reihenfolge lernen, also die stärksten oder die nützlichsten Attacken, sagen wir es mal so, die wollen wir natürlich so schnell wie möglich erlernen. Deswegen machen wir die Gegner in dieser Reihenfolge. Oh, Brasilien? Okay. Gehen wir mal angucken, wenn dafür mal Zeit ist. Oder Wela, du kannst mir auch gerne einen Link schicken, falls du da was hast. Ja, genau, daher der Mega Man-Vergleich. Richtig. Hat ja ganz am Anfang dieses Szenarios mal kurz Mega Man als Vergleich genommen. Und so ein bisschen kann man es damit halt vergleichen. Genau. So, und jetzt haben wir den sechsten Gegner besiegt. Ach nee, dann okay. Oder? Moment, jetzt muss ich selber noch gucken. Ich wollte mich gerade sagen, nee, dann war es das doch schon mit dem Szenario. Aber. Also, ich glaube, in dem Szenario ist. Nee, da kommt noch der finale Boss. Ich glaube, in dem Szenario ist es sogar so gewesen, dass wenn wir einen Kampf verlieren, dass dann das Szenario beendet ist, aber wir halt nicht alle Gegner besiegt haben. Wir können zum Beispiel auch das Edo-Szenario deutlich früher beenden,
indem wir einfach bei der erstbesten Gelegenheit versuchen, vom Anwesen runterzugehen. Da gibt es dann einen Kampf, den wir höchstwahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht gewinnen können, also, weil wir noch viel zu schwach sind. Aber egal, wie der Kampf ausgeht, danach ist das Szenario vorbei, aber halt quasi das Bad Ending, wenn man so will. Alles klar, Wela. Wie gesagt, schaue ich mir dann bei Gelegenheit mal an. So what even is the point of him being named ODO Bright? Like, I don't understand what single part of him is bright. So, und ja, der sieht halt schon ein bisschen größer und mächtiger aus. Erinnert halt wirklich an die Bosse von Octopath Traveler. Ja, ja, so ein bisschen. Ja, die sind ja auch immer übergroß dargestellt. Ach so, ja, ja, stimmt. Was meinst du? Ich muss dazu sagen, ich habe Octopath Traveler bisher immer noch nicht gespielt, weder Teil 1 noch Teil 2. Wissenslücke, Wissenslücke, mein Lieber. Ich weiß, ich finde einfach, ich habe jetzt in letzter Zeit oder ich sag mal in den letzten, keine Ahnung, 2-3 Jahren oder so, habe ich einfach nicht die Zeit dafür gefunden. Ja, ich kann ahnen, wieso. Nö, so allgemein, das hat jetzt keinen besonderen Grund. Naja, da sind plus sehr gerne mit Hosenlock. Genau. Fehlt eigentlich nur die liegende Statue im Hintergrund. Oh, oh, ach so, nee. Das sah ihm aus, als wenn wir den Kampf verloren hatten. I get very Shadow of the Colossus vibes from this fight with how big Odio is compared to us. So, da haben wir übrigens auch eine Liste von unseren Techniken eben kurz gesehen. Also hatten wir schon ein paar Mal gesehen, aber ich bin bisher noch nicht drauf eingegangen. Und ja, die können wir halt nutzen in den Kämpfen. Damit haben wir den Gegner besiegt, also ja, Kämpfer Nummer 7. Und jetzt ist auch dieses Szenario vorbei. Aber von der Zeit her sieht das ganz gut aus. So ungefähr eine Viertelstunde pro Szenario jetzt aktuell. Also, ja. Also da sollte die erste mit relativ sicher sein. Und jetzt geht's in die Prähistorie. Und das wird lustig werden. Also die Prähistorie ist halt wirklich ein Szenario, das nimmt sich selber nicht so ganz ernst. Kommt komplett ohne Worte aus, einfach nur mit Gestiken und Mimiken und das ist einfach nur grandios. Richtig. Tatsächlich ist die Prähistorie, die wird zumindest immer so als bestes Einsteiger-Szenario für neue Spieler angegeben, weil dieses Szenario noch am ehesten so dem klassischen RPG entspricht. Wenn man das Spiel sieht, so auf Bildern, dann geht man ja erstmal von einem normalen RPG aus. Und ja, damit hat man dann den entsprechenden Einstieg. Dann als Kontrastprogramm halt wirklich die Sterne Zukunft wählen. Also das hat das Szenario, das ich das gespielt habe, war ich einfach nur, ach du Scheiße. Ja, im positiven Sinne, ach du Scheiße, weil ich einfach nur geflasht war. So, da hat man es eben auch ganz kurz mal gesehen, also als wir da konnten, wir hatten einfach nur nach links oder nach rechts. Das ist das, was Sif eben auch angesprochen hat. Also wir haben hier keine echten Dialoge in dem Sinne, sondern es sind halt Höhlenmenschen. Die haben es mit Sprache noch nicht so. Quasi wie ich am Ende eines Events. Ist also vom Ernsthaftigkeitsfaktor mit falls zu sprechen, dass ja auch die Uhrzeit thematisiert und das Nötige reduziert, lol. Ja, ja. Hey, nett, da liegst du richtig. Ich hab Pfeil gespielt. Ich kann da, ja. Ach so, okay, also ich kenn's nicht, deswegen. Es ist ein sehr lustiges Point-and-Click-Adventure. Okay. Fühlt sich aber nicht so ganz ernst. Oh. Alles klar. Muss ich mir mal angucken bei Gelegenheit. So, Pogo ist like a Hunter's Apprentice. Und so, meine lieben Leute, wächst auch bei Veni die Liste an Spielen, die sich irgendwann mal angucken möchte. Ja, aber ich sag wenigstens, ich guck's mir mal an und ich sag nicht, ich hole mir das und spiele das irgendwann. Das ist der Unterschied. Obwohl, ich hab auch schon mehr als genug Spiele, die ich wahrscheinlich nie spielen werde. Ja, ja, ja. Das Schlimme ist ja, ich habe sogar zwei Hill of Shames. Einmal Spiele und einmal Miniaturen. Das ist richtig schlimm. Ausrufzeichen Time. Sie haben 7:30 Uhr am Morgen, Big Ben. Genau.
Steht auch so oben rechts im Stream drin. Das ist deren Uhrzeit. Und ja, dementsprechend. Das führt die jetzt gerade Frühstücksfernsehen quasi. Ja, oder die schlafen alle. Ja, also teilweise geht ja dann Primetime bis 2 Uhr, 3 Uhr in der Nacht. Also amerikanische 2 bis 3 Uhr nachts. Und ja, dann ist das jetzt halt die Zeit, wo die Leute dann sich ausruhen und schlafen. Ich finde es nicht verkehrt. Also ich finde Live Alive, Gott, ich kann Namen. Ja, ja, das ist schwer, das so auszusprechen, ne, weil ja. Das einfach so falsch klingt. Ja. Also ich finde Life is Life. Na. So. Ja. Das musste kommen. Oh, ja. Also ich finde Live, jetzt nicht lachen. Passt auch. Also, ich finde es schön, dass das zur europäischen Tagsüber läuft. So können es viele Leute von Europa aus sehen und es auch genießen. Weil es ist ein wunderbares Spiel. Und daran ist es auch genial, finde ich. Und bis das Remake kam, ist das dann so ein absoluter Geheimtipp gewesen, außerhalb von Japan zumindest. Mhm. Weil es kannte halt kaum jemand. Ich habe es ja auch erst Ende der 2000er mal gesehen und auch nur zufällig bei HSW damals. Ja, war mir halt auch komplett fremd bis dahin. Oh, gibt's gerade für 99 Cent im Steam Sale. Oh, okay. Das ist Fire jetzt sicherlich, ne? Okay, wie gesagt, ich guck's mir dann mal an bei Gelegenheit. Nicht Live Alive, also das wird... Für 99 Cent, da müsste Square Enix wirklich dreckig gehen. Also für wäre das jetzt für 99 Cent im Angebot, ich würde mir jetzt 20 Keys holen und die hier verlosen. Einfach damit ich weiß, dass ganz viele Leute dieses Spiel auf einmal spielen. Es ist auch einfach genial. Wie gesagt, ich bin ein Fan der Optik, ich bin auch ein Fan von dem Pixel Remasters von Final Fantasy 1 bis 6. Mhm. Die einen ähnlichen Look haben. Octopath Traveler hat ja auch diesen Look. Ich freue mich auf die Dragon Quest Remakes in diesem Look. Ich feiere diese Optik. Genau genommen müsste man auch sowas wie Chrono Trigger da schon mit reinzählen. Auch wenn es natürlich noch ein bisschen 16-bittiger aussah, aber irgendwie der Stil passt trotzdem. Ist ja trotzdem sehr ähnlich. Chrono Trigger gibt's auf Steam oder so? Was? Achso, ja, Chrono Trigger gibt's auch auf Steam. Hab ich sogar alle Achievements. Ja, yeah. Na gut, das ist eigentlich nur noch Formsachen gewesen. Hab das später schon ein paar Mal gespielt. Ajo, 7,49 Euro. Oh, das geht. Also 7,49 Euro für Chrono Trigger ist absolut geil. Absoluter Preis. Ja, dann macht man nichts falsch. Steam Summer Sale. Hm, eben. Gut, ja, weiter geht's hier in dem Szenario. Jetzt müssen wir im Grunde hier diesen, ich weiß gar nicht mehr, wer das ist, aber den müssen wir finden da, oder die müssen wir finden im Heu. Und die hüpft halt immer von Heuballen zu Heuballen und wir müssen dann aufpassen, wo sie hingehüpft ist und dann an den Heuballen rangehen und den untersuchen. So, jetzt haben wir hier das Stück Fleisch mitgenommen. Und die Cutscenes überspringen wir halt, deswegen kriegen wir jetzt auch von der Story nicht allzu viel mit. Aber da will ich jetzt nichts verraten. Also, ich könnte sowieso nicht komplett erzählen, aber ich will da nichts großartig verraten, falls ihr es nochmal selber spielen wollt. Moin, Zorgo. Hallöchen. Oh, das freut mich so, dass Zorgo jetzt da ist. Und das hat seinen Grund. Hat seinen Grund. Aber er löst mich ja gleich in ein paar der Regie ab. Ach so, ah ja, stimmt. Stimmt, das ist ja nicht mal Zufall. Nee, da warten wir bis zum nächsten Mal noch. So, wir haben einen neuen Begleiter. Hey. Ein Heuball mit Füßen. Nein, ist natürlich auch ein Urzeitmensch, der einfach nur in dem Heuballen sich versteckt. Ein besonderer Urzeitmensch. Ja, gut. Das ist Vetter It aus der Addams Family. Darf ich noch weglaufen? Nein, zu spät.
So, jetzt haben wir einmal geschlafen. Ordinarily, what you're supposed to do is you're supposed to go out and hunt for more meat to give to her there, but she also responds positively to the rough bands, one of the items I made at the synthesis shop. So I saved a lot of time by making those. Und, I don't have to go out hunting again. Weiter geht's. Also im Grunde ist dieses Szenario jetzt einfach wirklich nur ja, so ein paar Stellen ablaufen und Gespräche führen, also Gespräche in Anführungsstrichen. Wir sind ja immer noch ein Urzeitmensch. Aber ja, ist an sich alles relativ selbsterklärend. Yeah, it straight up is. Again, they're making us go back to the door I just went through. So, aber ich kann ja mal kurz im Chat fragen, wer von euch das Spiel überhaupt jetzt schon mal gespielt hatte. Also das Remake oder vielleicht sogar das Original. Im Original, also bevor das Remake rauskam. Beim Original wäre ich tatsächlich ein bisschen beeindruckt. Das Remake gespielt. Und der Heuhaufen übrigens hat sie als weibliche entpuppt. Genau. Deswegen hatte ich mich ja vorhin auch mal kurz korrigiert. So, und auch hier in den Kämpfen an sich das gleiche Prinzip wie bisher. Wir haben halt ja, dieses ja, Strategie-Overlays, nenne ich es mal, bisschen Richtung Fire Emblem. Wir müssen damit die Kämpfe stehen. Ich finde es dezent merkwürdig. Also das Spiel meinst du jetzt, Zalek? Zaleka? So. Wenn ja, es ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig, es ist so typisch japanisch eigentlich, ja, aber es ist echt witzig. Es hat seinen Charme, es hat seinen genau. Charme. Und allein durch diese unterschiedlichen Szenarien, die man hier hat, kann man halt, ja, wenn man auf ein Szenario keinen Bock mehr hat, dann wechselt man einfach auf ein anderes Szenario und hat damit vielleicht noch mehr Spaß, wer weiß. So, das Remake, das ein oder andere Mal im Auge gehabt. Okay. Ja, vielleicht inspiriert dich der Speedrun jetzt ja dazu, dir das Remake tatsächlich zu holen. Achso, und Agent Doppelherz wollte sich den Namen merken. Hat es dann aber doch nie gespielt. Okay. So, hier nutzen wir jetzt den Pow-Kick, den wir, ich weiß gar nicht mehr, wo wir den jetzt gelernt hatten, aber, oder ob wir den sogar von vornherein schon hatten, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Übrigens, hier sieht man auch immer ganz gut den Angriffsradius, also diese dunklen Felder, diese blauen Felder, das sind die Felder, die wir attackieren können. Da müssen wir dann natürlich auch entsprechend an der richtigen Position stehen. So, und damit ist der Gegner auch fast besiegt. Sollte es jetzt gewesen sein, ne? Ja. Gut, nächsten Kampf geschafft. Ah, da haben wir noch irgendwas Denshu oder so gelernt. Also irgendeine Fertigkeit, irgendeine Attacke haben wir da gerade noch gelernt. Und jetzt geht's mal ein bisschen ins Freie. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist am ehesten so klassisches RPG. Jetzt sind wir quasi auf der Overworld, wenn man so möchte. Kämpfen, ja, passend zum Szenario gegen Säbelzahntiger, beziehungsweise gut, wir sind geflohen in dem Fall. Das hatte ich ja vorhin auch schon mal erklärt, der erste Kampf jedes Szenarios hat eine hundertprozentige Chance zu fliehen. Ab dem zweiten Kampf, dem zweiten Fluchtversuch ist es dann halt so ein bisschen RNG-abhängig. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das mit jedem Fluchtversuch immer schlimmer wird oder immer schwerer wird. Oder ob es einfach generell ab dem zweiten Versuch gleichbleibend ist, die Chance. Macht meine Entscheidung deutlich leichter und zugleich schwerer, ja. Leichter, weil noch mehr angefixt und schwerer, weil der Tag nur 24 Stunden hat und der Pile wächst, ja. Kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Ziff sowieso, ne? Ja, ich kann eine ganze Choreo davon singen. Und es wird nicht leichter, wenn man Speedruns lernt nebenbei. Ja,
Ja. Aber das ist tatsächlich auch ein interessantes Spiel, um Speedrun zu lernen. Wegen den ganzen verschiedenen Szenarien kann man sich mal ein Szenario aussuchen, das einem Spaß gemacht hat, lernt davon Speedrun, und wenn man dann Bock hat, irgendwas anderes mal zu lernen, aber sich nicht komplett umgewöhnen möchte, dann nimmt man einfach ein anderes Szenario aus dem Spiel. Aber Speedrun ist ein gutes Stichwort, weil die Submissionsphase für ZFM ja aufhat. Oh ja, stimmt. Das heißt also, wenn ihr Speedruns gelernt habt und die gerne vor Publikum, vor allem dort waren Publikum, vorführen wollt, Ausrufezeichen ZFM. Danke, Skadidi. Genau. Also das Ganze findet, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. In der Stadt im Musasaal. Danke. Vom 16. bis zum 22.09. So, damit ich auch was beitragen kann. Aber da wird noch demnächst noch ein öffentlicher Post hinzukommen. Genau. Also das sollte eigentlich mit der Abschlussrede auf der Dokomi alles angekündigt werden. Das Problem war nur, dass die Dokomi das Internet ein bisschen frühzeitig abgestellt hat und plötzlich waren die Leute weg. Deswegen ist das da alles so ein bisschen hektisch gewesen, plötzlich. Genau, nahezu exakt 2,5 Monate sind das jetzt noch bis zum ZFM. Also noch genug Zeit, um die Hinfahrt oder die Hin- und Rückfahrt zu organisieren, sich irgendwie einen Schlafplatz zu suchen. Es geht von Preisen in Göttingen auch. Ich meine, gut, es sind natürlich immer noch ein paar Mehrkosten, logischerweise. Weil Unterkünfte kosten immer was. Aber wie gesagt, das geht eigentlich. Also ich sag mal, so sowas wie Köln oder Düsseldorf, das ist schon um einiges teurer. Meine Göttingen ist auch relativ einfach zu erreichen. Das ist von Hannover aus nicht weit entfernt. Und wenn Hannover hat Flughafen, ist mit den Bahnen, ICE und so auch gut zu erreichen und so. Ich kann sogar meinem Onkel aus direkt durchfahren. Werde ich einen Tag vorher bei meinem Onkel anreisen, werde dann eine Nacht übernachten und dann am nächsten Tag dort ganz gemütlich in Zug steigen und dann bis nach Göttingen durchfahren. Das ist ganz praktisch. Ah, und Cam kann sogar bei der Schwiegermama schlafen. Ja, das ist natürlich umso besser. Und unser Freund ist der Hannenkorb. Genau. Also, wenn ihr keine Runs einreicht und nur als Zuschauer oder als Besucher da sein möchtet, könnt ihr natürlich auch gerne machen. Dann treffe ich Zorgo endlich mal persönlich. Wir wohnen eigentlich so dicht beieinander, haben so viel miteinander zu tun, aber irgendwie verpassen wir uns auf den Events ständig. Seit Jahren. So, und damit nähern wir uns jetzt auch schon dem Ende des Runs. Ich meine, gut, wir haben auch nur noch, ja, circa 2 Minuten Estimate, aber die halten wir auf alle Fälle noch ein. Im Kampf geht jetzt irgendwas katastrophal schief. Oh ja. Aber ich glaube nicht. Doch. Ja, war das doch so fehleranfällig? Ich nenne es einfach mal so. Ich glaube, es ist gescriptet. Ach so, ah, okay. Ja gut, das weiß ich gar nicht mehr. Jetzt einerseits sieggerecht sind, aber andererseits, runterfallen. Ich glaube, wir müssen danach noch jemanden bekämpfen. Ich will nicht spoilern, wen wir dann bekämpfen. Genau. Jeffrey, ich weiß jetzt nicht, was du mit dem TT meinst. Also TT. Traveler Tates. Traveler Tates? Okay. Oh, ein T-Rex, Mama. Ja, das meinte ich ja, das meinte ich. Den müssen wir noch bekämpfen. Genau. Ach, da macht Ziff auch schon die passenden T-Rex-Geräusche. Ah, Halsgoschen. Ach so, ach, der Entwickler der Lego-Spieler. Ah, alles klar. Gut, dann weiß ich Bescheid. Das ist so eine besondere Lego-Videospielreihe. Lego Star Wars, Lego Marvel Super Heroes, Lego Avengers und so. Genau. Ich habe tatsächlich kaum welche davon gespielt. Also eigentlich nur Herr der Ringe.
Und habe ich noch? Also ich habe irgendein anderes mal kurz gespielt. Ich glaube, irgendein Indiana Jones war das. Das Star Wars, eins von beiden. Und ich glaube, unser Held hat sich gerade verabschiedet. Oh ja. Hey, Moment, nee. Wir haben doch alle noch fast, nee, sogar voll Energie. Ach, da oben ist ja auch, ja, stimmt. Da oben ist ja auch noch jemand. Aber der hatte auch noch Energie. Also tot ist er noch nicht. Der Dino. Ach so, ja, stimmt, das ist ja die vom Dino. Hm? Aber? Unser Held, der mit den grünen Haaren, den hat's eben erwischt. Ach so. Ah, okay, gut, da hatte ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet gerade. My favorite voice in this game? Yes. Lego Horizon. Oh Gott. Warum? Warum nicht, ne? So, aber wir haben das. Sind, oh, da hat sich noch jemand verabschiedet. Aber wir haben immer noch zwei Personen. Wobei, ja, gut, Person 1 ist auch fast tot. Also fast besiegt, so. Aber da haben wir auch. Da ist der Boss erledigt, und das müsste genau vielleicht Time sein. Richtig. Oh, wir sind aber tatsächlich auch über Essen mitgegangen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das überrascht mich jetzt selber ein bisschen. Und? Also Time ist natürlich wieder, wenn wir die Spielstände da einmal sehen, nachdem wir die ganzen Sachen hier geskippt haben. Und ja, da ist Time. Jo. Sind wir noch unter 49 Minuten? Nein. Oh, 4,1 Sekunden. Eine Minute, 4 Sekunden und eine Hundertstel Sekunde über Estimate. Genau, eine Zehntelsekunde. Ja. Eine Korrektur. Kein Problem. Ja, aber trotzdem schöner Run, schönes Spiel vor allem. Und ja, vielleicht haben wir den einen oder anderen von euch auch angefixt mit dem Spiel. Ja. So, vielleicht sehen wir da demnächst auch ein paar Speedruns. Okay, das Next Comment, da steht, nee, jetzt Echo noch drin, das ist leider weggefallen. Da sich das ja in der WL-Recherche von Sprite orientiert und Sprite ein bisschen eher fertig war als die ganzen Änderungen, haut das nicht hin. Genau. Paxi kommt jetzt als nächstes. Richtig. Also das Spiel, was eigentlich nach Echo kommen würde. Ich bin auch ein bisschen traurig gewesen, dass Echo rausgefallen ist, Echo the Dolphin, weil das ein schönes Spiel ist. Ein sehr ungewöhnliches Spiel. Ja. Das Konzept habe ich bis heute noch nicht wieder gesehen. Außer halt bei den Echo-Spielen natürlich. Aber ja gut, ist zumindest ein Run weniger, den ich kommentieren muss. Ach stimmt, Paxi ist ja sogar von Traveler Tales.